Thank you.
Deutschland einzigartiges Wasserfahrzeug gebaut, ein sogenanntes Südseekanu. Ursprünglich kommt das Boot von den Kiribati-Inseln östlich von Australien. Hier werden diese Segler seit Jahrhunderten von Polynesiern gebaut. Wie sich ein solches exotisches Schiff im hohen Norden macht, das hat sich Jens Hansen angesehen. Das ist zunächst einmal seiner Majestät Schiff Steinort. Und das ist der Mann, der es so nennt. Klaus Deppermann, Kapitän des wohl kleinsten Polizeibootes, seit 5 Jahren auf dem Ratzeburger See unterwegs. Die Insulaner nennen ihn den Wasserscheriff. Außer seinem Beruf liebt Klaus Deppermann auch noch Elliot. Elliot ist 5 Meter lang und kann nur zu zweit gesegelt werden. Deshalb ist Sohn Jan immer dabei. Vor 11 Jahren bekam der Ratzeburger Wasserscheriff plötzlich den Südseetrieb. Nach einem Besuch im Völkerkundemuseum baute er sich einen Pazifiksegler. Und das ist nun einmal nicht jedem gegeben. Diese Boote wurden selbst auf den Gilberts nicht von jedermann gebaut, sondern es war Medizinmannwissen. Der ist zum Medizinmann gegangen und hat gesagt, du muss ich haben, Fische fangen oder was immer. Und der Medizinmann sagte, ja, du dann für mich Kokosnüsse ernten oder was weiß ich. Nicht? Also so entstanden die Boote auf den Gilberts. Auf den Gilberts oder heute Karibas, da war Klaus Deppermann nie. Bacardi-Feeling auf dem Ratzeburger See. Herrlich, herrlich, herrlich. Es ist was anderes. Man kann es mit den hiesigen Booten nicht vergleichen oder mit unseren, mit den europäischen Booten. Es ist ein ganz anderes Segeln. Ich sage immer, unsere Boote sind eigentlich aus der Frachtseglei entstanden, aus den großen Fahrzeugen, die entsprechend verkleinert wurden. Diese Boote sind eigentlich aus dem Spaß heraus entstanden. Das sind echte Fangboote gewesen für die Insulaner. Es gibt Leute, die haben Spaß, wenn sie einen Porsche auf den Pinsel treten. Das ist ein ähnliches Gefühl, ja? Das Ding beschleunigt irgendwann, nicht? Und dann jubelt die Seele. Da jubelt die Seele und der Hongkong-Maxe wundert sich, was die so alles können, die Südseesegler. Zum Beispiel kennt er einen Weiflaut. Erst bei Windstärken um 5 kommt der Exote so richtig in Fahrt. Bis zu 100 Stundenkilometer sind dann drin. Doch wie kriegt solch ein Schiff die Kurve? Eigentlich ganz einfach. Das war die polynesische Wende. Das Schiff ist vorn und achtern völlig gleichförmig gebaut. Es wendet also nicht wie die europäischen Fahrzeuge in einem sanften Bogen, sondern es fährt praktisch zickzack. Vorne wird achtern, achtern wird vorne. Gelenkt wird der Pazifiksegler normalerweise ausschließlich mit dem Körper. Durch Gewichtsverlagerung ein Ruder gibt es nicht. Das funktioniert jedoch nur, wenn es ordentlich bläst, sonst muss ein Paddel in den Hafen werfen. Nein, so eine norddeutsche Flaute, das ist nichts für karibische Segelfreunde. Das bringt sie irgendwie aus dem Gleichgewicht. Polynesische
Seite führen kann. Das ist vorbei. Ja. Ich bin zurück. Thank you.
Händen ganz kurz. So ist mehr wie eben immer hinter dem Pferd. Jetzt wieder.